Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Und ja, ich weiß, mein Hirn ist leider durchlöcherter als eine Ziege auf dem Schießstand. Ja, weil ich habe nämlich vor zwei Parts, glaube ich, oder vor drei Parts. Irgendwie sowas. Jedenfalls habe ich ja die Mitarbeiter der Brauerei aufgezählt, auch welche Tätigkeit sie haben. Und natürlich habe ich eine ganze Menge Leute vergessen. Falls das irgendjemand nicht interessiert, spult einfach vor. Jedenfalls hier habe ich einen Wisch, einen neuen. Michi hat es mir, also Michi, haltet die Schnauze allesamt. Michi hat es mir ausgedruckt, die ganzen Namen, die da sind und auch die Tätigkeiten, die sie machen oder von fast allen die Tätigkeiten. Apropos, da fällt mir noch was ein. Ich muss jetzt kurz mal was auf dem Handy gucken. Weil da war ja noch was. Und etwas, was ich nebenbei noch sagen kann. Als ich das Video gemacht habe von der Vorstellung den Leuten und so weiter, da haben Michi und Anna sich jetzt gemeinsam angeguckt, soweit ich weiß. Und Anna meinte dann sowas ähnliches wie, wehe, ich nenne sie Lehrling, weil sie ist ja kein Lehrling mehr. Und ja, und in diesem Moment habe ich, also Michi meinte dann irgendwas von wegen, ja, ich soll aufpassen, sie soll aufpassen, was sie sagt, weil ich höre sie durchs Video. Und gerade in dem Moment ist im Video so ein Tier bei mir vorbeigelaufen und ich habe gesagt, halt die Schnauze oder irgendwie sowas. Und ja, die haben ziemlich gelacht dann. Wo ist denn das? Da. Genau, gut, 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 so. Das werde ich jetzt mal offen lassen. So, nämlich, ich werde euch gleich sagen, was ich jetzt rausgesucht habe. Folgende Personen will ich grüßen. Hust, hust, ja, ich weiß, es ist lang, aber wie gesagt, ihr könnt es skippen. Nämlich einmal David Brunner, den Staplerfahrer. Ja, da steht einfach nur SF, aber ich weiß, was es heißt, nämlich Staplerfahrer. Dann, also, tut mir leid, aber es muss sein, weil ich habe selber Bock drauf. Markus Frank, ebenfalls Staplerfahrer. Erwin Geiger, logischerweise auch. Stellvertretender Schichtleiter. Und euer Geplapper geht mir auf die Nuss. So, jetzt könnt ihr nicht mal dazwischen labern. Also, David Brunner grüße ich, Markus Frank grüße ich, Erwin Geiger, stellvertretender Schichtleiter, genau. Oder so in der Art. Manuel Kober will ich natürlich grüßen, ganz klar. Dann Hannes Kohler, also Kate, genau. Ich hätte jetzt fast Kate gesagt, weil ich habe den ganzen Tag gedacht, ich habe den ganzen Tag gesagt, ja, ich werde bestimmt Kate sagen, aus Versehen. Aber Kate, der Chelfer-Checker von Tretang. Vielleicht sollte ich mal Licht hier anmachen. Also, ey. Gut, dass ich keine Facecam an habe, weil mein Licht spinnt manchmal ein bisschen rum und das hat jetzt so einen Blitzeffekt gemacht. Egal. Jedenfalls stellvertretender Checker. Dann Gunter Komai will ich grüßen, der mir einer von beiden, die mir mit der anderen Liste geholfen haben. Ein Kommissionierer. Dann Arnor Köstinger will ich grüßen. Steht extra Senior. Mhm. Ja, das ist war das jetzt Louis? Ich glaube, das war Louis, weil es gibt zwei in der Firma. Der eine wird kleiner Louis genannt und der andere einfach nur Louis. Ich glaube, das war der normale Louis, der alte. Das LKW-Fahrer und Kommissionierer. Dann Emanuel Köstinger will ich grüßen. Also Mani, Schichtleiter der Nachmittagsschicht oder Spätschicht, wie man es auch immer ausdrücken will. Dann Marcel Köstinger. Ich sehe gerade. Köstinger, Köstinger, Köstinger. Ah, sind die wohl verwandt? Hm, wer weiß. Marcel Köstinger will ich grüßen. Also Seele. Mhm. Oder Seele. Seele. Also ihr wisst schon. Habe ich letztes Video schon gesagt. Oder vorletztes. Irgendwie sowas. Dann Christian Liegel will ich grüßen. Der, den ich als Checker bezeichnet habe, weil ich, ja, ich wusste einfach nur, okay, Checker. Aber Liegel heißt er. Christian Liegel. Gut, dann Asmir Musik oder Music.
sorry, also es steht wirklich da Music, also M-U-S-I-C und so ein kleines Häkchen, keine Ahnung, ob das ein Dreck ist oder sonst irgendwas. Jedenfalls arbeitet er auch am Band, allerdings in der Nachmittagsschicht. Grüße ich ebenfalls natürlich. Dann Roland Nageler will ich grüßen, ist für den Scherbentransport zuständig und glaube in der Logistik tätig. Simon Neuschitzer will ich grüßen, na klar doch, draußen im Fasspark. Da kommt er her, da arbeitet er. Richtig cool. Dann, da ist nur A. Verdammt, ich kenne den Vornamen nicht. Obergriesnik. War das Arnor? Nee, oder? Ja, ich bin gerade zu doof, den Vornamen zu wissen. Nein. Auf jeden Fall. Dich grüße ich auch. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, wer du bist. Ich glaube, es ist Arnor. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann Michael Ronacher, natürlich. Michi, mein. Ja, was heißt mein? Der Schichtleiter der Frühschicht. Der mir auch übrigens hier, genau, das kann ja auch jeder sehen. Ich habe mir nämlich gestern Horizon Forbidden West geholt, weil ich dachte, das ist Teil 1, aber da ist eine ganz kleine 2 auf der Hülle. Das ist Horizon 2 und das wusste ich nicht, weil er will es unbedingt bei mir sehen, entweder als Stream oder als Let's Play. Und da er mir gesagt hat, dass es in etwa so wie The Witcher 3 ist, werde ich es wohl streamen. Ich habe aber nicht gewusst, dass das der zweite Teil ist, deswegen war ich heute beim Mediamarkt und habe mir den ersten Teil bestellt. Und der wird dann, wenn der auch geliefert wird, dann werde ich ihn mir holen. Jedenfalls Michi, danke. Dann Mario, tut mir leid, Sabunka, genau. Ein bisschen lesen muss ich auch lernen, haha. Mario Sabunka. Staplerfahrer und Kommissionierer, grüße ich. Dann Mario Safrin, der im Lehrgut arbeitet. Das war nämlich der Mario, den ich letztes Mal gemeint habe, von wegen Mario. Weil das ist der Mario aus dem Lehrgut, den meine ich. Den grüße ich. Dann Andreas Schüler will ich grüßen, arbeitet auch derzeit im Lehrgut. Ist genauso wie ich auch quasi Mädchen für alles, weil er hat auch schon im Lager gearbeitet. Er hat auch schon Scherbentransport gemacht. Er arbeitet jetzt im Lehrgut. Und so weiter, also wird quasi für alles eingesetzt. Dann Anna Schüler, ja, zum dritten, zum dritten Mal erwähne ich sie, ja, liegt da Liebe in der Luft? Nein, liegt sie nicht, weil sie liebt mich nicht und ich liebe sie nicht, so einfach ist das. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen bla bla, aber wir sind uns beide sympathisch, wobei ich bin jedem hier sympathisch und jeder ist mir sympathisch, so. Dann Jonas Steinwender, der Lehrling, habe ich auch schon erwähnt, letztes Mal leider nach 12 Minuten oder so. Tut mir leid, Jonas, aber jetzt bist du früher genannt worden, nach 8 Minuten, haha, ein Fortschritt, ein Fortschritt. Dann Patrick Terbou, T-E-R-B-O-U, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, tut mir leid, ich bin echt scheiße, was die Namen angeht. Auf jeden Fall, Patrick ist Staplerfahrer und ich grüße dich jedenfalls auch. Dann Sandro Tossin. Sandro, der immer einen Witz auf der Lippe hat. Witz auf der Lippe, egal. Aber den mag ich auch sehr gerne. Ist LKW-Fahrer und, Moment, KM. Ah, und Kommissionierer, genau. Stand da oben bei Mario auch. Dann Gerhard. Die Nachnamen teilweise. W-Ö-H-R-Y. Wörri. Gerhard Wörri. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich hoffe, er ist nicht falsch ausgesprochen. Fanstransport. Ich bin zu blöd, einen Zettel abzulesen, ganz im Ernst. Fasstransport. Steht da, glaube ich, oder? Und Keck. Also Kecks sind quasi kleine Fässer. Also es gibt die ganz kleinen Fässer. Es gibt die langen, dünnen Fässer und es gibt die normal großen Fässer. Also es gibt eigentlich mehrere Fässer, aber die langen, dünnen, das sind die Keckfässer. Dann Ralf Wornig will ich grüßen, der Checker Nummer 3, weil irgendwie gibt es zigtausend Checker. Warum auch immer. Dann Florian Linzer will ich grüßen, ist Staplerfahrer und arbeitet auch im Lager, so wie auch ich. Dann der nächste Name wäre meiner. Mhm.
meinen Nachnamen sage ich jetzt aber nicht. Muhaha, da steht nur Uncle Wolf auf dem Zettel. Nee, natürlich nicht. Und einen Namen, den ich hier noch aufgeschrieben habe. Nämlich, oh, ich hoffe, ich kann meine Schrift lesen. Knafflitsch, genau. Christian Knafflitsch. Den will ich auch grüßen. Das ist nämlich der Shop-Betreiber drüben bei der Logistik. Weil ihr müsst bedenken, die Logistik, da gibt es ja auch einen Shop. Da wird Bier und was weiß ich, was sich alles verkauft. Und Christian Knafflitsch ist da der Shop-Betreiber. Geil, Zettel, cool. Fast 11 Minuten vorbei und ich habe Leute gegrüßt. Geil, oder? Aber es ist gewünscht worden und das mache ich nun mal so. Und natürlich grüße ich auch den Final Level Gamer, Final Reloaded. Ja, Menzel Green, der Mann der 1000 Namen. Tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat, aber ich habe nun mal echt Bock drauf und es macht so tierisch Laune. Vor allem, wenn man weiß, okay, man kann Leuten damit einen Wunsch erfüllen, dann... Warum sollte ich es nicht machen? Ganz im Ernst. Ey. Was zum? Oh gut, ich komme hier wieder raus. Ich dachte, ich hätte mich irgendwie verglitscht oder so. Jedenfalls alle Brauerei-Leute, die ich gerade aufgezählt habe. Und noch viel, viel, viel mehr will ich grüßen, weil es gibt ja auch Techniker. Und in der Logistik gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, den ich nicht gegrüßt habe. Ihr seid alle so tolle Leute in der Brauerei. Macht so viel Spaß zu arbeiten. Genau, und Martin Breznik, natürlich, den will ich auch grüßen. Der Chef quasi von den allen. Nur Personalleitung steht da trotzdem über ihn irgendwie. Oder Personalmanagement oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau. Bevor ich es vergesse... Nämlich, Anna habe ich ja gegrüßt. Anna ist natürlich kein Lehrling mehr. Nein. Und ich habe zwar gesagt, sie ist Betriebskauffrau oder was auch immer ich letztes Mal gesagt habe. Hier steht nämlich, sie ist Betriebslogistikkauffrau. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich glaube aber, es ist Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau. Also quasi das komplette Paket von allem, was man eben... in puncto Lager, Verkauf und so weiter wissen muss. So. This is it. They're here. Can't see them, but it's a real welcome party. Time to go. Big breath. Then jump. This is our first time here, isn't it? Ja, da hinten kommen die Gegner. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Was ganz Verrücktes, was ganz Beklopptes. Genau, ich werde hier den Part beenden. Das heißt, das war einfach nur ein Grüße die Freunde Part, oder? Tut mir leid, dass wirklich nichts passiert ist, aber das lag mir jetzt am Herzen. Es wurde gewünscht, ich hab's gemacht. Also, warum nicht? So ein Part muss es auch mal geben. Dafür geht's nächstes Mal mit richtiger Action weiter. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn nicht wirklich was passiert ist. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.